Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen auch ganz besonders an alle von euch, die hier neu sind. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet, vielleicht hast du es gesehen. Welche Readings, welche Legung wünscht ihr euch? Und das Ganze lief zwar auf Englisch, aber ich weiß, viele von euch sprechen ja auch beides, ne? Deutsch und Englisch. Ich lade ja auf beiden Sprachen hoch, lasst euch davon bitte nicht irritieren. Und by the way, bitte klickt auch auf dieses Abonniert-Glockenzeichen, damit ihr eben immer informiert werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Mal lade ich vielleicht zweimal am Tag hoch und mal 2 Wochen gar nicht. Und damit du immer up to date bist und nichts verpasst, ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel, also was heißt kürzlich, gestern ein Job-Reading hochgeladen, ein Reading bezüglich Beruf, Berufung, Karriere, ja, welche Möglichkeiten, was uns da erwartet. Also schaut, dass ihr nichts verpasst. So, jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht in eigener Sache, aber es ist ja auch zu euren Guten, ne? Also es ist jetzt nicht so, wie gesagt, ich verdiene ja hier nichts mit den Videos. Insofern ist das, glaube ich, auch erlaubt. Und jetzt gehen wir mal rein, weil das war auch ein Vorschlag und das werde ich jetzt auf Deutsch und auf Englisch machen. Was kannst du so für die nächsten 3 Monate erwarten? Stand jetzt, da wo du jetzt bist, hier heute und jetzt, egal wann du dieses Video findest, egal wann ich es hochgeladen habe, ja, ihr müsst euch immer das so vorstellen, dieses Video ist da draußen jetzt im Netz und es findet dich. Weil hier irgendeine Botschaft für dich gerade wichtig ist. In diesem Moment. Es ist eine zeitlose Legung. Sie gilt immer dann, wenn du sie findest oder sie dich, wie auch immer, ihr euch gegenseitig. Du hast hier 3 Stapel zur Auswahl. 1, 2 und 3. Wähle deinen Stapel. Bitte wählt hier wirklich auch nur einen Stapel. Ich bin da so ein bisschen hartnäckig, immer wieder euch zu erinnern. Es nützt nichts, wenn ihr euch hier alles wahllos reinzieht. Ja, am Ende habt ihr mehr Fragen als vorher. Ist so. Okay, dann fangen wir an. Lange Rede jetzt. Stapel Nummer 1. Die nächsten 3 Monate. Pi mal Daumen. Was erwartet dich? Was kommt? Was möchte gesehen werden? Geht hier vielleicht etwas raus? Gibt es eine Warnung? Gibt es. Ja, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal rein. Wir sind offen und wir wollen einfach mal gucken, was erwartet mich die nächsten 3 Monate, Stand jetzt. Okay, der Eremit. Lernen, wachsen, sich zurückziehen, in Klausur gehen, meditieren. Der Eremit ist der klassische Einzelgänger. Also ich sehe hier, das nehme ich direkt jetzt mal vorne weg. Und ich weiß, das wird euch jetzt nicht gefallen, vielleicht. Ich sehe hier keine Beziehung. Also wenn du Single bist und insgeheim wissen wolltest, ob hier ein neuer Mann auf dich zukommt oder dein Wunschpartner oder irgendwas, nein. Ich sage es, wie es ist. Der Eremit ist ein Einzelgänger. Der Eremit hat auch, ich sage das jetzt mal so, ganz andere Sorgen. Ja? Beziehung, Liebe, oh, das ist gar nicht sein Thema. Er ist ein Suchender. Der Eremit ist ein Suchender. Und ich sehe dich in einer Energie, du wirst dich auf die Suche machen, vielleicht auch auf die Reise. Eine Reise irgendwo weit weg, vielleicht ist da was geplant, vielleicht ist da jetzt noch gar nichts geplant, 0,0. Aber wart mal ab, 3 Monate sind relativ lang. Und es kann ja sein, dass innerhalb der nächsten 3 Monate du spüren wirst, es zieht mich nach, ich sage jetzt mal, Ibiza. Ja? Oder auch, es muss nicht eine klassische Reise in dem Sinne sein, es könnte auch sein, ich mache eine Yogalehrerausbildung. Ich, auf einmal, du stehst morgens auf, oder was heißt auf einmal? Vielleicht trägst du es schon länger mit dir rum. Vielleicht war der Gedanke schon 2, 3, 4, 5 Mal vorher da, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und jetzt wirst du den Call bekommen. Der Eremit ist ein Suchender, eine Suchende. Und hier geht es nicht um Liebe und was denkt er, was fühlt er und kommen wir nochmal zusammen. Das sind Fragen. Ich meine, klar, wir wollen alle geliebt werden, keine Frage, ja. Wir müssen auch geliebt werden, sonst verkümmern wir. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um Liebe in einem großen, großen Kontext. Nimm die Masken ab. Wann trägst du in deinem Leben eine Maske? Wann gibst du dich cooler, schlauer, vielleicht auch dümmer, als du eigentlich bist? Doch wie sollen die Menschen dich lieben, wenn sie nicht einmal wirklich wissen, wer du bist?
Wenn du dich verloren hast in der Rolle, in der du momentan steckst und selbst nicht mehr weißt, wer du jetzt eigentlich bist, dann höre auf dein Bauchgefühl, darauf, was dein Herz dir sagt und nimm endlich die Maske ab, zeige dein wahres Ich. Ja. Also ich sehe hier wirklich so eine gewisse Radikalität und radikal, versteht das nicht in eurem Sinne, sondern Radix, die Wurzel, man wird hier tief nach innen gehen, eine tiefe Innenschau halten, sich selbst gegenüber, auch seinem Leben gegenüber, seiner Wahrheit gegenüber. Wo stehe ich, wo bin ich, wo will ich sein, warum bin ich hier im Moment, was gefällt mir daran nicht und so weiter und so fort. Das ist, was ich für euch in den nächsten 3 Monaten sehe. Radikale Ehrlichkeit. Ihr werdet eurem Leben, euch selbst wirklich auf den Grund gehen. Ja, Wurzelchakra, Muladhara. Ihr werdet euren Weg betrachten und euch wirklich die Fragen auch stellen, wo möchte ich nächstes Jahr um diese Zeit sein? Tiefes Wissen, ja, wie gesagt, es geht hier um Wissen, um Lernen, so wie ich es gesagt habe. Die Antwort ist ganz klar, manchmal wünsche ich mir selber ein langes Reading, dass ich sage, ach, jeder so 10 Minütchen, dann haben wir eine halbe Stunde komplett. Aber ihr seht es ja, die Karten sind manchmal so klar. Auch deshalb, ich kann euch immer nur auch mein WhatsApp-Reading empfehlen für 10 Euro. Wenn ihr eine kurze Frage habt, schreibt mich per WhatsApp an, für 10 Euro gebe ich euch eine kurze, klare Antwort. Weil die Karten, meine Karten funktionieren so. Schaut mal, wenn ich ein Reading mache, auch sagen wir mal ein Wunschpartner, Liebesreading, und ich mache keine Stapelwahl, ein Stapel und ich rede 45 Minuten, zum Beispiel. Da werden wahnsinnig viele mit euch in Resonanz gehen. Warum eigentlich? Weil man in 45 Minuten sehr, sehr viel redet. Und da geht jeder in Resonanz. Da ist automatisch für jeden was dabei. Ja, weil dann kommen so Sätze, ja, es könnte sein, dass du schon länger Single bist. Oder ich kriege hier gerade noch so rein, vielleicht bist du auch in einer Beziehung, aber du fühlst dich schon lange alleine. Ja, also ich meine, ja gut, ne? Das ist, also von daher, ich will sagen, unterschätzt nicht diese kurzen, knackigen Botschaften. Die sind sehr, sehr, sehr wichtig und die bringen es auf den Punkt. Du wirst dich hier zu irgendetwas hingezogen fühlen in den nächsten 3 Monaten und du solltest diesem Weg, Stapel Nummer 1, wirklich, wirklich folgen. Auch wenn das etwas ist, sagen wir mal, was weiß ich, du wolltest dich niemals im Leben auf einer Online-Dating-Plattform anmelden. Ja, du hast das vielleicht immer echt verschrien. Und jetzt machst du es doch. Hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Herz. Und nochmal, nehmt die Masken ab. Zeigt euch so, wie ihr seid. Verletzlich, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch so stark wie Herkules. Ja, vielleicht habt ihr immer nur so getan, als wärt ihr nicht stark genug, euren Weg zu gehen. Doch, ihr seid stark. Also macht es. Gib dir selber ein Ja. Das ist hier die Botschaft. Und übrigens, wenn ihr dieses Reading jetzt an diesem Tag oder morgen findet, am Sonntag, den 5. Mai, gibt es mein Online-Modul, das heißt Magic Circle. Wir treffen uns einmal im Monat. Ich biete das schon seit 1,5 Jahren an. Vielleicht hast du das noch nie mitgekriegt. Ja, du kannst dich jeden Monat ganz unverbindlich einwählen. Ja, den Link setze ich dir unten in die Box. Für die, die das jetzt noch nie mitbekommen haben, schaut es euch einfach mal an, unverbindlich. Und vielleicht fühlt ihr euch gerufen, dass ihr sagt, jawohl, ich will mal dabei sein, ich will mir das mal angucken. Ja, da gehen wir natürlich viel, viel, viel tiefer. Also eine Session dauert ungefähr 90 Minuten. Okay, wir schauen noch weiter. Stapel Nummer 1. Die nächsten 3 Monate, was kommt? Also du wirst lernen. Vielleicht auch selber lehren, ja, who knows, vielleicht bist du Lehrer, Lehrerin. Du wirst dir sehr, sehr viele Gedanken machen. Ich sehe hier eine Nachricht kommen, wahrscheinlich von einem Mann. Und der legt sich hier mit einer Krankheit und trüben Gedanken rein. Diesem Mann geht es nicht gut. Er macht sich Gedanken um dich, vielleicht auch um eure Beziehung ganz allgemein. Und der möchte sich bei dir melden. Ich sehe hier einen Brief. Die Briefkarte liegt auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt was heißen soll.
Es kann sein, dass es Ihnen sehr schwer fällt, diese Botschaft, diese Nachricht zu schicken. Ja, WhatsApp oder wie auch immer ihr kommuniziert. Aber er will dich sehen, er will sich mit dir treffen. Das kann ich hier sehen. In den nächsten 3 Monaten wird ein Mann, der jetzt schon, den kennst du schon, das ist kein Neuer. Ein Neuer kommt vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber hier ist ein Mann, der jetzt schon an dich denkt. Und zwar mit liebevollen Gedanken. Ja, also wir haben hier Amor. Romantische Gefühle, ja, vielleicht gab es da einen Bruch, ja, keine Ahnung warum, der denkt aber noch an dich und es tut ihm leid. Es tut ihm leid, was gewesen ist, er will und er wird auf dich zukommen und er wird dich fragen, ob ihr euch nochmal treffen wollt. Das ist, was ich hier sehe. Du liegst dich hier grundsätzlich sehr, sehr gut rein. Es könnte ein Mann sein übrigens, der Uniform trägt beruflich. Ja, vielleicht weißt du jetzt, wer da gemeint ist. Könnte ein Arzt sein, Polizist, Rechtsanwalt. Für mich, ein Anzug ist für mich auch eine Art von Uniform. Pilot, Feuerwehrmann. Es gibt ja viele Berufe, wo man so eine gewisse Kluft trägt. Ja? Nennen wir es Uniform oder wie auch immer. Was kriegen wir noch rein? Die nächsten 3 Monate. Stapel Nummer 1. Grundsätzlich, ja, legst du dich hier sehr, sehr positiv rein, im Einklang mit dir. So kriege ich das rein. Also auch mit dem Eremiten. Ich weiß, der Eremit ist erst vielleicht so eine Karte, die macht einigen von euch da draußen eventuell Angst. Ja, müsst ihr aber nicht haben, weil diese Karte steht für Tiefe, für Tiefgang, wirkliches Erkennen. Und das ist da immer positiv. Es ist da immer positiv, wenn ich die Wahrheit entdecke, erkenne. Wenn ich weiß, wo ich bin, wo ich hingehöre. Das ist immer positiv. Da gibt es nichts Negatives dran. Also keine Angst vor dem Eremiten. Ja? Letzte Karte. Nochmal eine Engelbotschaft für euch. Stapel Nummer 1. Hier geht es darum, loszulassen. Ja, den Geist zu befreien. Wenn dein Glück, dein Gefühl der Sicherheit oder dein Machtgefühl von einem ganz bestimmten Mensch oder Gegenstand in deinem Leben abhängt, dann bist du gefesselt. Und diese Fessel bindet dich an eine niedrige Frequenz, sodass du dich nicht weiterentwickeln kannst. Deine Botschaft lautet, Entschuldigung, bitte die Engel, dass sie dir helfen, diese Bande zu durchtrennen. Ich habe auf einmal irgendwie was verschluckt, was im Kloß im Hals. Und es kann sein, dass es euch auch so geht, dass ihr euch hier sehr betroffen gerade fühlt, weil ihr selber spürt, ihr müsstet hier was loslassen. Etwas Altes. Ja. Vielleicht auch etwas aussprechen. Ja? Bitte die Engel, dass sie dir helfen, diese Bände zu durchtrennen. Sobald du dich von allen inneren Bindungen befreit hast, kann dich nichts und niemand mehr emotional manipulieren. Dann gewinnst du deine Macht zurück und bist ganz und gar du selbst. Tolle Botschaft. Sehr tiefe Botschaft und das ist, was euch die nächsten 3 Monate erwartet. Ihr werdet quasi erwachen, so kriege ich das gerade rein, erwachen. Ihr werdet erkennen, ihr werdet wissen. Wow, wunderschön. Also ich finde es mega. Ich finde, es ist ein ganz tolles Blatt. Da dürft ihr euch freuen auf die nächsten 3 Monate. Die werden ja von tiefer Spiritualität geprägt sein. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht zu liken, lasst mir einen Daumen da als Wertschätzung, lasst mir gerne noch einen Kommentar da und ja, bis zum nächsten Mal. Kommen wir zu Stapel Nummer 2. Die nächsten 3 Monate, was erwartet dich? Der Hierophant. Der Hohepriester. Hier geht es um das Thema Glauben. Glaube, dass Fülle für dich möglich ist, Abundance. Glaube, dass du stark genug bist, alles zu schaffen, was du möchtest. Ja, gib nicht auf. Das ist hier die Botschaft. Glaube an dich selbst. Glaube an deine Kraft und
empower dich auch. Also mach was draus. Nicht nur warten, hoffen, wünschen. Ich habe es im letzten Reading schon gesagt. Je älter ich werde, ich bin jetzt 47, desto mehr verstehe ich diese ganze Geschichte rund um Bestellung beim Universum, manifestieren, like attracts like, Energie folgt der Anziehung und so weiter und so fort. Ja, dieses ganze Thema Wünschen, funktioniert das wirklich? AKA Pierre Frank, Bärbel Mohr, ihr kennt die gängigen Ambassadore, die dafür gehen. Je älter ich werde, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und das sind inzwischen jetzt über 30 Jahre, weil ich habe in jungen Jahren so mit 15, 16 angefangen, 30 Jahre, desto mehr verstehe ich, dass es um Taten geht. Und ich habe das in einem anderen Reading schon gesagt und ich sage es nochmal, auch für euch jetzt nochmal, Stapel Nummer 2. Es reicht nicht nur zu wünschen, zu glauben und zu hoffen. Es reicht nicht nur, sich hinzusetzen und zu meditieren oder ein Tagebuch zu schreiben. Ihr müsst was machen. Es beginnt alles mit dem ersten Schritt. Ja, der erste Schritt kann sein, dass ich Journaling betreibe, dass ich mir was aufschreibe oder aufmale oder aufspreche. Das ist der erste Schritt, meinetwegen. Ja, da bin ich bei euch. Aber da muss weitergehen. Und das ist wie mit Männern. Ein Mann kann dir viel erzählen. Ich liebe dich, ich vermisse dich, ich will mit dir zusammen sein. Aber du weißt ja, mit meiner Frau, die ist gerade, der geht's nicht so gut und ich habe 2 Kinder und ich muss erst noch warten, bis die älter sind. Ich kann mich nicht scheiden lassen wegen der Kohle, ne, die wird mich sonst killen. Also, wisst ihr, reden kann man viel. Aber es geht um Taten. Taten, Taten, Taten. Und das ist das, was ich hier reinkriege für euch, Stapel Nummer 2. Ihr seid hier gefragt. Ihr seid echt hier gefragt, in eurer Kraft zu sein, in eure Kraft zu kommen und euren Weg zu gehen. Was noch? Die nächsten 3 Monate. Wow, ich sehe eine Reise für euch. Ich sehe einen guten Ausgang in der Liebe. Das finde ich sehr, sehr schön. Also eine tolle Reise. Oh, vielleicht sogar hier mit einer männlichen Hauptperson für einige von euch. Und die legt sich hier wirklich rein, dass die stattfinden wird. Es wird hier eine Reise mit einer männlichen Hauptperson geben. Und die hat mit Liebe zu tun. Und diese Person kennst du schon. Ich meine, das macht auch Sinn, weil eine Reise macht man jetzt in der Regel eher nicht mit jemandem, den man noch gar nicht kennt oder noch nicht so lange kennt. Ja, das legt sich hier gut rein. Glaube daran, das wird stattfinden. Vielleicht wünschst du es dir auch schon längere Zeit. Vielleicht ist ja auch sogar schon was geplant. Kann auch sein, dass es diese Reise schon mal hätte stattfinden sollen und da wurde sie aber abgesagt, kurzfristig. Da kam irgendwas dazwischen, der Turm. Und jetzt wird man das nochmal, das Feld nochmal neu aufbauen. Ja, genau, der Magier. Man möchte hier nochmal von vorne anfangen. Man möchte hier dem Ganzen nochmal eine neue Chance geben. Ja. Es kann auch sein, eine Reise ohne den Mann. Ne? Vielleicht ist auch so, du hast dich gerade getrennt und jetzt machst du eine Reise alleine, jetzt wo der Mann weg ist, jetzt wo du frei bist. Und du sagst dir, boah, jetzt mache ich das endlich, was ich immer machen wollte, 3 Wochen durch Venezuela. Keine Ahnung. Ja? Oder 2 Wochen alleine nach Bali oder nach Kuba oder wie auch immer. Ja? Ich sehe hier die Möglichkeit, dass ein Mann kommt und das hat was mit dem göttlichen Zeitpunkt zu tun. Dieser Mann kommt genau dann zurück, in Klammern zurück, wenn er kommen soll. Ja, das ist hier von oben geführt, ihr Lieben. Das ist von oben geführt und was es hier braucht und was es hier geben wird, ist Verpflichtung. Also das heißt ja Commitment. Commitment hört sich ein bisschen schöner an, ne? Also sich wirklich committen, wirklich zu sagen, ja, ich gehe dafür, ich lasse mich drauf ein. Und ich weiß, das kostet ein bisschen was, Zeit, Energie. Es ist doch so. Schaut mal, wenn ihr in einer Beziehung seid, das kostet irgendwie auch freundschaftlich übrigens Geld. Weil man will sich verabreden, man will irgendwo hin, sei es jetzt ins Kino. Wenn ihr heutzutage ins Kino geht, das ist irre. Es kann sein, dass ihr 18 Euro für eine Veranstaltung zahlt. Ja, oder 14 oder 12. So, dann wollt ihr noch was essen, vielleicht was trinken, ja, vorher oder nachher, je nachdem. Bam, seid ihr 20, 25, vielleicht 30 Euro los. Und ich will nur sagen, klar, zu Hause alleine auf der Couch,
habe ich diese Kosten nicht. Das läppert sich ja auch. Ne? Sagen wir mal, du hast 3 Verabredungen die Woche, dann sind das 90 Euro. Ja, 3 mal 30. So, mal 4 Wochen im Monat, das sind 400 Euro, die ihr da ausgebt im Monat, ja, roundabout, nur für laissez-faire, Spaß haben, verabreden, socializing, ja, sich verbinden, sich verknüpfen. Aber hey, es gehört nun mal dazu. Ja, du hast die Wahl. Wenn du das Geld sparen willst, weil du geizig bist, weil du sagst, nee, das ist es mir nicht wert, gut, dann bleibt dein soziales Leben eben auf der Strecke. Ist das jetzt nur gut? Das kann man jetzt so oder so sehen, ne? Diese ganze, dass alles so viel teurer wird und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, sich zu committen, einer verbindlichen Beziehung, einer aufrechten Begegnung von Auge zu Auge, ja, so wirklich auf Augenhöhe. Und zwar mit der Freude zu gehen. Das ist hier ganz wichtig, Stapel Nummer 2. Geht mit der Freude. Das ist, was die geistige Welt euch mitgeben möchte. Ich schaue mal, ob es hier noch eine Botschaft gibt. Das ist noch etwas, was wichtig wird in den nächsten 3 Monaten. Stapel Nummer 2. Arbeit wird definitiv ein Thema sein. Ja, das hatten wir hier ja auch schon. Gib nicht auf, also zieh's durch. Das, was du vorhast, zieh's durch, weil das liegt gut. Du wirst ernten, was du säst. Gefällt mir sehr gut. Das ist eine positive Karte. 7 der Münzen. Du wirst ernten, was du säst. Es wird sich auszahlen. Ja, wenn du den Weg gehst, wenn du fleißig bist, wenn du diszipliniert bist, wenn du zuverlässig bist, wenn du auch gut bist in dem, was du machst, weil du dich committest, ja, weil du dich hingibst, weil du auch vielleicht ein gewisses Auge fürs Detail hast und so weiter und so fort, dann wird sich das auszahlen. Ja, deine Mühe, deine Arbeit wird sich auszahlen. Das ist, was ich hier reinkriege für alle, die Stapel Nummer 2 gewählt haben. Jetzt kriegen wir nochmal abschließend eine Karte. Gibt es noch irgendetwas, was die geistige Welt mit dir teilen möchte? Hier an der Stelle für die nächsten 3 Monate. Also hier wird einiges los sein, das kann ich euch sagen. Ich sehe es positiv. Hier wird einiges auch ins Laufen kommen, sich bewegen, angestoßen werden. Und das ist positiv. Ich sehe hier so einen sehr günstigen Zeitstrom einfach gerade bei euch. Eine sehr günstige, ja genau, Zeitqualität. Und hier haben wir es nochmal. Ja, wir hatten ja vorhin schon göttliches Timing, ne, der richtige Zeitpunkt. Und hier nochmal die Bestätigung Synchronizität. In unserem wunderbaren Universum gibt es keinen Zufall. In Wirklichkeit werden all die scheinbaren Zufälle in deinem Leben von deinen Engeln und Geistführern wohl überlegt, geplant und herbeigeführt. Freue dich, wenn du solche Synchronizitäten in deinem Leben erkennst, denn sie sind eine Botschaft der Engel, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Beginne Ausschau nach solchen Zufällen zu halten. Mache dir klar, dass eine göttliche Absicht dahinter steckt und denke darüber nach, welche Botschaft oder Lektion sie für dich beinhalten könnten. Synchronizitäten erinnern dich auch daran, dass alles in deinem Leben nach einem göttlichen Zeitplan abläuft. Alles geschieht genau zur richtigen Zeit. Ja. So soll es sein. Alles wird hier bei dir zum richtigen Zeitpunkt in die Wege geleitet, von oben geführt, ja, geplant. Und das ist Fakt, darauf darfst du dich verlassen, darauf darfst du dich auch freuen. Also bitte glaube weiter an dich, an deinen Weg und dass alles richtig ist, so wie es jetzt ist. Namaste. Ich danke euch für euer Zuhören. Bitte lasst mir ein Abo da. Vergesst nicht zu liken, einen Daumen hoch, gerne auch einen Kommentar. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Reading. Kommen wir zu Stapel Nummer 3. Die nächsten 3 Monate. Pi mal Daumen, ne? So grob. Welche Botschaft hat die geistige Welt für dich? Stapel Nummer 3. Die nächsten 3 Monate, was kommt? Womit wirst du dich beschäftigen? Hier geht was raus. 10 der Schwerter. Hier wird was gehen. Wir Menschen vergleichen gern. Schließlich wollen wir wissen, an welcher Position wir im Ranking des Lebens stehen. Doch der ständige Vergleich mit anderen macht krank, weil wir uns dadurch ständig selbst bewerten und selbst und andere abwerten. Wie wäre es, wenn du dich stattdessen mit dir selbst vergleichst? Schreibe 5 Dinge auf, die du stolz bist oder Momente, in denen du besonders stark warst.
Sieh, welche großartigen Dinge du in deinem Leben bereits erreicht hast, welche Widrigkeiten du überwunden hast und wie stark du geworden bist. Okay, schöne Botschaft erstmal, auch eine schöne Idee, ne? Sich mal 5 Sachen aufzuschreiben, positive Sachen aufzuschreiben, die man bereits ja, erreicht hat, bewältigt hat. Und dann haben wir hier die 10 der Schwerter. Die 10 der Schwerter ist eine Karte, die uns sagt, hier geht etwas zu Ende, hier wird etwas zu einem Abschluss gebracht. Ja, sie kommt an sich jetzt erstmal recht dunkel daher. Bitte keine Angst haben vor der Karte. Sie wirkt so ein bisschen endzeitmäßig, ne? Apokalypse. Vielleicht auch einfach eine intellektuelle Überforderung kann hier angezeigt sein, ja, dass man seine Grenze erreicht hat, seiner Belastbarkeit, auch mental. Und sei es wirklich nur mental, körperlich vielleicht nicht. Also hier ist auch so die Idee, gönn dir mal eine Pause. Ich glaube, du hast es einfach ein bisschen übertrieben in letzter Zeit, was so Arbeit angeht, ja. Tun, 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 machen, 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 plan, 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 kümmern, kümmern, kümmern. Und hier ist so, hey, gönn dir eine Pause, mach mal einen Break. Weil wenn du das nicht freiwillig machst, dann wird das für dich gemacht, falls du verstehst, was ich meine. Schauen wir mal, was kommt denn hier noch rein? Was möchte noch gesehen werden? Ja, du darfst stolz sein auf das, was du bereits erreicht hast. Also schreib es dir ruhig auch mal auf, was du bereits alles so bewältigt, gewuppt hast, überlebt hast. Und dann wird dir das vielleicht auch so ein bisschen diesen Drang nehmen, ständig höher, schneller und weiter zu wollen. Weil du denkst vielleicht, du bist noch nicht gut genug. Du denkst vielleicht, ah, ich muss erst noch das und das machen und dann noch das und das. Und wenn ich dann das und das habe, dann endlich das. Nee, das führt nur in den Burnout. Ja, nochmal. Also hier muss wirklich etwas aufhören. Ja, ich weiß nicht, du bist irgendwie gerade ein bisschen übersteuert, beziehungsweise das kündigt sich an. Also hier deshalb wirklich der Hinweis, dann weißt du es jetzt schon mal, nicht zu übertreiben. Ich sehe, dass Heilung kommt, also Heilung wird ins Feld geführt, das ist auch schicksalhaft. Mit der Sonne und der Schlange. Die Schlange steht ja für Heilung, auch für Häutung, Metamorphose. Etwas verändert sich, habe ich ja gesagt. Etwas wird zum Abschluss gebracht, damit etwas Neues hier mit der Sonne entstehen kann. Ja, das Licht am Ende des Tunnels. Geschenk bekommen. Männliche Hauptperson legt sich rein. Ich sehe hier, gut, das ist logisch, ne? Bei 3 Monaten kann immer viel passieren. Also, was sehen wir hier? Ich sehe hier einmal, jemand kommt auf dich zu mit einem Geschenk. Das dürfen wir jetzt wirklich als Metapher verstehen. Das muss jetzt nicht ein richtiges Geschenk sein mit Papier und Schleife. Ja, das kann auch ein Feedback sein. Das kann einfach eine Einladung zum Essen sein oder ein Kaffee. Jemand lädt dich zum Kaffee ein. Ja. Was weiß ich, also finanziell sehe ich dich hier gut darlegen, das möchte ich auch kurz betonen, sehe ich dich hier sehr gut darlegen, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Sollte es hier eine kurze Krankheit gegeben haben oder sei es, dass du dir was wegholst, vielleicht ein Besuch beim Zahnarzt, der findet ein Loch unerwartet, da muss gebohrt werden oder was weiß ich, du knickst dir den Fuß um, das ist kurz, also das ist nichts Schlimmes. Kann sein, dass da ein bisschen was kommt, aber wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Ich sehe hier einen Mann. Und der Mann kann nicht so, wie er will. Da legt sich das Gefängnis mit dazu. Der denkt an dich, ja, aber er kann nicht so, wie er will. Es kann sein, dass dieser Mann eine Uniform trägt. Vielleicht weißt du jetzt, wer es ist, nur dass du es mal zuordnen kannst. Ihr kennt euch schon. Ja, ihr kennt euch schon und dieser Mann steckt fest, der hat Angst einfach, dieser Mann hat Angst, der hat Vertrauensissues, ja, er kann nicht so, wie er will, aber er kann gerade so nicht. Er würde gerne auf dich zukommen hier mit einem Geschenk, vielleicht ist es auch eine Entschuldigung. Wir schauen mal rein. Kann sein, dass dieser Mann Kinder hat oder er war sehr kindisch und er hat sich zurückgezogen. Oder er wird sich zurückziehen, ne? Weil hier mit dem Sarg und mit den 10 der Schwertern, wir lesen ja die Zukunft, hier ist einiges los bei euch.
Diese Verbindung ist auf jeden Fall eine Past-Life-Verbindung. Ne? Ihr kennt euch bereits aus einem alten Leben. Ja, Versöhnung. Hier legt sich die Versöhnung rein. Also die nächsten 3 Monate, was ich hier sehe, ist, jemand möchte sich mit dir versöhnen aus der Vergangenheit. Jemand will auf dich zukommen. Es wird diesem jemand sehr, sehr schwer fallen. Aber hier ist die Chance, wirklich ein neues Kapitel aufzuschlagen diesbezüglich. Ich will das nochmal abklären. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Liebespartner sein. Es kann auch jemand anders sein. Vielleicht ein ganz, ganz wichtiger geschäftlicher Kontakt für dich. Jemand, mit dem du zusammenarbeiten willst. Vielleicht sogar auch musst. Ja. Oh, aber Chance ist groß. Das Universum, die Karten belehrt mich gerade eines Besseren, dass es hier wirklich um Liebe geht. Ja, Liebe. Versöhnung, Liebe. Jemand kommt nach einem Rückzug wieder auf euch zu. Hat sich viele, viele Gedanken gemacht in dieser Zeit, in diesem Rückzug. Auch du hast dir wahrscheinlich sehr viele Gedanken gemacht in dieser Zeit. Ja. Und jetzt möchte man hier nochmal, man möchte das nochmal probieren. Das musst du entscheiden, ob du das dann willst. Ne? Du musst ja nicht. Du hast die Chance, du kannst das für dich entscheiden. Mache ich oder mache ich nicht? Zwei der Schwerter ist aber auch eine ähnliche Energie. Zwei der Stäbe. Du wirst hier eine Entscheidung treffen und es wird vorangehen. Ob jetzt mit dieser Person oder ohne. Es kann ja auch sein, bei einigen, ihr habt eine On-Off-Beziehung schon ewig, vielleicht schon Jahre. Ihr seid vielleicht die heimliche Geliebte von einem verheirateten Mann mit Kindern. Ja, kann auch dein Chef sein, who knows, gibt ja alles. Und hier wird in den nächsten 3 Monaten, hier wird man eine klare Entscheidung treffen diesbezüglich, hopp oder top. Es kann ja auch sein, dass du sagst, ja, ich committe mich dazu und das ist jetzt halt so. Ich bin die heimliche Geliebte von meinem Chef und das bin ich und das will ich auch sein und ich habe mir da lange genug Gedanken drüber gemacht und das ist jetzt so. Ich lasse das jetzt erstmal so, Punkt. Und ich will jetzt auch keine Belehrung hören und keine Moralpredigten, ja, ich lasse das jetzt so. Auch das gibt es, ne? Also ich will das nur mal klarstellen. Oder aber eben, dass du sagst, okay, ich war hier 3 Jahre die Geliebte meines Chefs und jetzt gehe ich. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr, ich gehe weiter. Punkt, Ende, aus Schluss, ich suche mir einen neuen Job und vielleicht ziehe ich sogar noch in eine andere Stadt. Und ich schließe das ab, ja, und mache ein neues Kapitel auf. Bam. Auch das kann es sein. Das ist up to you. Diese Entscheidung nimmt dir auch nicht das Tarot ab. Ne? Das dürfen wir auch verstehen. Überschätzt da die Karten nicht. Diese Entscheidung nimmt euch niemand ab. Nicht das Tarot, ich nicht, keiner. Nicht deine Mama, deine beste Freundin. Diese Entscheidung darfst du treffen. Fantasie. Ich visualisiere positive Resultate, die dem höchsten Wohl des Universums dienen. Alles beginnt mit einem Gedanken. Jedes Schloss ist zunächst einmal ein Luftschloss. Erst später schaffen Architekten und Bauunternehmer ein reales Fundament. Die Engel ermuntern dich dazu, mit der Macht deiner kreativen Fantasie deinen Horizont zu erweitern und dir genau das Leben auszumalen, das du dir wünschst. Ich finde das schön. Ich finde, das ist eine tolle Karte. Ja, ich kriege da gerade ganz viele positive Gefühle und ich finde, es ist so, es beginnt alles erstmal mit einem Gedanken. Ja, wenn du irgendwo im Urlaub bist und am Strand läufst am letzten Tag und du spürst, ich will gar nicht nach Hause, am liebsten würde ich hier wohnen, ist das erstmal nur ein Gedanke. Der kann aber Realität werden. Es ist immer erstmal nur ein Luftschloss, genau. Und später kann man daraus Realität werden lassen, wenn man das wirklich will. Oder eben auch nicht. Und wie gesagt, das entscheidest du. Das nimmt dir auch keiner ab. Ich visualisiere positive Resultate, die dem höchsten Wohl des Universums dienen. Das ist deine abschließende Affirmation, die du nochmal mitnehmen darfst, hier aus diesem Reading. Wenn es dir gefallen hat, und das hoffe ich natürlich, weil dafür mache ich das ja, dann lass mir gerne ein Abo da und einen Daumen, ein Like, ein Herz, ein Kommentar. Und ja,
Folgt mir auch gerne auf Instagram, das kennt ihr alles. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du das hörst, eine gute Nacht. Und ja, wir sehen uns dann mit dem nächsten Reading. Namaste.